Moin Moin und hallo, heute zeige ich euch, wie man vernünftig abwaschen kann. Und zwar mit den Händen und Wasser. Wir brauchen Spülmittel, eine Spüle, einen Wasserkocher, um die Kosten nicht hochzuhalten und das Zeug, was wir spülen wollen. Los geht's! Als erstes erhitzen wir Wasser im Wasserkocher. Wenn ihr jetzt ganz stark Verschmutztes habt, dann solltet ihr das kurz mit Wasser schon mal vorlösen. So. Das geht natürlich auch, wenn da ein halber Braten drin liegt oder so. Kurz unter fließendem Wasser anlösen. Ansonsten habt ihr das gleich in eurem Spülwasser. Und das wollen wir vermeiden. So, dann Deckel stopfen rein und Spülmittel rauf. Nur ganz wenig, das reicht schon. Ein kleiner Spritzer, super gemacht. So, das Wasser ist am Kochen, auf geht's. Jetzt kippen wir das in unser zur Spüle herein, passen auf, dass nicht der Stopfen rauskommt und können beginnen mit dem Abwaschprozess. Jetzt addieren wir noch etwas kaltes Wasser dazu, kühlen immer zwischendurch, wie warm es ist, ob es euch zu heiß ist, ob es euch zu kalt ist. Das wäre schlecht, also macht lieber aus, bevor es zu kalt wird. Denn wir wissen, Hitze ist gut. So, als erstes machen wir das Glaszeug. Gläser immer zuerst. Zuerst die Gläser, dann der Rest. Wir benutzen einen Lappen dazu, tauchen das Glas hinein und werden es nun säubern. Wir rollen das Glas, wir benutzen den Lappen dazu, um eine Reinigung zu vollziehen. Danach spülen wir es nochmal kurz unter dem Wasser ab, unter dem heißen Wasser und legen es auf die Abtropfvorrichtung. Glas abgehakt. Kommen wir zu Schritt 2. Nachdem wir das Glas gesäubert haben, kommen wir nun zum Besteck und zu den Messern. Passt bei scharfen Messern höllisch auf, sie schneiden euch. Also rein damit. Wir benetzen es wieder, benutzen den Lappen, um es zu reinigen. Tauchen es noch einmal ein und auf damit auf die Abtropfvorrichtung. Besteck gereinigt. Nochmal. So, jetzt kommen wir zum Rest. Wir fangen an mit den Holzbrettchen, haben noch ein Quirl gehabt. Gleiche Prinzip wieder anwenden, auf damit in das Wasser, durchwaschen, durchwalken, überall mal dran mit dem Lappen. Ihr könnt natürlich auch einen Schwamm benutzen. Das ist von Vorlieben geprägt, was ihr da nutzt. Nur wichtig ist immer, dass ihr das Material danach mit dem Kopf nach unten hinhaltet, damit es etwas abperlen kann und ihr weniger zum Abtrocknen habt. Jetzt seht ihr, sind wir auch schon bei den Töpfen angelangt, bei den Gefäßen. Auch hinein damit, schön sauber gemacht und zum Abtropfen damit. Super sieht das aus, ganz toll. Ganz zum Schluss reinigen wir nun auch die großen Töpfe. Damit haben wir dann auch schon alles abgewaschen, was wir so abwaschen wollten. Da sehen wir dann den Berg, den wir noch abtrocknen müssen. Jetzt müssen wir nur noch das Wasser ablassen. Dazu greifen wir in das Spülwasser und ziehen den Stopfen heraus. Nun kann das Wasser abfließen und wir werden den Spülbereich nochmal mit Wasser nachspülen. Weil wenn das jetzt so bleibt, haben wir dann wieder dreckig alles. Nehmt dafür auch den Lappen, den ihr schon zuvor benutzt habt. Sehr schön. Damit ist der Spülbereich wieder gereinigt und wir kommen jetzt zum Abtrocknen. Yeah! So, kommen wir zum Abtrocknen. Dazu benutzen wir ein Standard-Abtrocknetuch, ein Küchenhandtuch, um die nasse Geschirr wieder trocken zu bekommen. Da ist es egal, in welcher Reihenfolge ihr vorgeht. Nehmt es euch einfach in die Hand, benutzt in der anderen Hand das Handtuch und trocknet die Sachen ab. Danach kann man sie wieder richtig rum hinstellen und wieder verwenden. Wow! So, kommen wir zum letzten Teil. Damit haben wir dann auch schon wieder diesen Abtrockneprozess beendet. Und wir schauen uns den Arbeitsplatz an. Er ist einfach nur top in Ordnung. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!